Oh, ihr geht dahin. So, dann machen wir das auf jeden Fall kaputt. So, wir gehen natürlich auf Disruptor-Bau wieder. Den machen wir da erstmal kaputt. Da oben kann es auf jeden Fall wahrscheinlich... Getarnte Einheit entdeckt. Das ist natürlich unglücklich. Klingt, dass da ganz ganze Blaue da wegkam. Beziehungsweise für uns holen. Einheit repariert. Einheit repariert, das ist sehr schön. Das heißt, die können auch ebenfalls dann da gleich hoch. Und ich komme so langsam auf eine okaye Produktion, beziehungsweise eine okaye Anzahl von Disruptor. So, zack. Brauchst du nicht hin. Weil dann würde ich nämlich wirklich mal versuchen, diese Basis hier einzunehmen oder zu nutzen. Ich glaube nicht, dass hier großartig irgendwas an Dingens ist. Einheit repariert. Der Farbige ist halt schon krass, ne? Wird repariert. Hier oben wird es wahrscheinlich noch extrem viel sein. Wo sind da meine zu wenig Geld. Leitjäger? In der Hoffnung, weil hier unten so viel kann Ankabal nicht an Tiberium haben an sich. Jetzt gleich fertig. Ich könnte natürlich abbrechen. Zack. Zack, wir haben jetzt eins, das sind fünf, acht Stück. Okay, kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Getarnte Einheit entdeckt. Das sind die. Würde halt schon Benin ganz gerne mal ein bisschen... das ist ungünstig, das ist sehr, sehr ungünstig, dass die mir jetzt hinten in den Arsch reinfahren wollen. Ja. Müssen unsere Einheiten... Müssen das halt wirklich kurz mal abbrechen, dass die halt fertig reparieren. Ich muss normalerweise auch eigentlich ein bisschen mehr auf RGB-Werfer setzen, dass ich hier überall ein paar RGB-Werfer hin drück, dann sagen kann, ja, pass auf, ne? Von dort aus könnt ihr dann agieren. So, zack. Einheit repariert. Zack. Wird repariert. Alter, ist halt, die haben halt so schnell meinen Disruptor kaputt gemacht. Das heißt, ich muss den Bereich hier eigentlich schützen. So. Ja, werden wir unsere Einheiten nochmal reparieren. Das heißt, ich muss diesen Bereich eigentlich schützen. Normalerweise ein paar EGB-Werfer und das war's. Eigentlich, aber das würde halt so viel Kohle bringen. Du versuchst nochmal. Wir holen uns nochmal einen davon. Und dann auf Disruptor. Weil wenn wir den Bereich hier kontrollieren, diesen Bereich, haben wir kein Problem mit. Dann gehe ich da noch hin, hole uns ein paar Artillerie und fertig. Das ist nicht wirklich viel wahrscheinlich, was er hat. Sachen könnte ich noch einnehmen. Normalerweise müsste ich das Ding kaputt machen, dass ich das Tiberium sich ein bisschen besser ausbreiten kann. Und das werde ich mal machen. Hier mal rüberfliegen und dann mal gucken, wo das... Einheit bereit. Wo das Ding jetzt ist. So. Ist ebenfalls mal darüber. Und das ist der Dingens. Da haben wir Blaues. Das ist okay. Ah, ist okay. Ihr könnt euch zurückziehen. Der geht auf das Grüne. Das ist okay. Das heißt, wenn wir hier oben wirklich... Ja gut, das ist aufgrund der unterirdischen Einheit ist natürlich ein bisschen doof. Wohin? Alter, wo bist du denn hin? Auf meinen Bauhof gehen, oder was? Warum sind die so schnell? Hä? Da hinten seid ihr. Okay. Na gut, meine Einheit, das war jetzt ein Dingens. Ganz so schlimm. Ich muss da oben denn hin. Der hält's halt nicht. Zu wenig Geld. Gestoppt. Wird gebaut. Die Frage ist halt, ich glaube, ich schaff's nicht mit so wenigen Einheiten. Jetzt fahren sie halt vorne rein. Gut, da habe ich nochmal zwei Disruptoren.
Sammler wird angegriffen. Ist jetzt okay. Muss. So, zack. Stellen uns mal da jetzt auf. So, zack. Wir stellen uns da jetzt auf und können es von dort aus auf jeden Fall halten. Der gibt von da ordentlich was aus. Ist jetzt nicht ganz so schlimm. Zack. Du musst repariert werden. Alter. Hi. Wenn ihr es so wollt, die können wir auf jeden Fall mitspielen. Auf jeden Fall kein Thema. Wir müssen auf jeden Fall rüber, das stimmt. Das ist so komplett richtig. Will der mir jetzt... Verloren. Will der mir jetzt eine blaue klauen, oder was? So. Wort wieder zurück. Ich will eigentlich nur diesen Bereich haben. Enter speichern. Ja doch, können wir so nehmen. Ist okay. Ich habe jetzt extra gespeichert, weil ich nicht weiß, was die machen, wenn ich mein Ding jetzt nutze. Disruptor. Krieg ich ja so relativ schnell mit, wenn irgendwas ist. Das heißt, kann schnell genug reagieren. Das ist eigentlich Peanuts, das brauchen wir darauf. Brauchen wir rein theoretisch gar nicht reagieren. Müssen wir aber natürlich. Zack. Weil ich glaube nämlich nicht, dass die paar Einheiten halt ausreichen, weil ich weiß nicht, was er hat. Wir haben ja gerade gespeichert, ne? Wir sind eigentlich schnell genug. In der Hoffnung, dass wir wirklich schnell genug sind, fix mal runterdüsen, die kaputt machen. Vielleicht in der Hoffnung, das alles zu bekommen. Und uns dann mit einer Artillerie ausstatten zu können, dass ich dann die Artillerie hier hinstellen kann. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen, okay. Das sollte jetzt eigentlich nicht so das Problem sein. Die schicken wir dann so gleich zum Reparieren. Solange wir halt mit Gewinn da rausgehen, ist es jetzt nicht so schlimm. Schade eigentlich. Macht die auch was? Rein theoretisch könnte ich ja reingehen und die ganzen Sachen übernehmen, ne? Einheit bereit. Ja gut. Ich habe jetzt eher damit gerechnet, dass wir die Basis bekommen. Okay, die fangen jetzt an zu bauen. Das ist natürlich gar nicht mal so schlecht. Weil wenn die nämlich auf Kabal losgehen, das heißt... Jetzt fangen die scheinbar an zu produzieren und gehen halt permanent gegen Kabal gegen. Das ist natürlich für uns gar nicht schlecht. Vielleicht hätten wir es früher so anwenden sollen. Wenn sie jetzt nämlich mal raushauen. Blaues. Raushauen. Dann gehen die... geht eher... Wahrscheinlich eher drauf als wir. So. Weiß. Bisschen kritisch werden. Sehr schön. Das heißt, wir sehen jetzt mal ein bisschen, was die Jungs halt sehen. Und das ist eigentlich, normalerweise reicht das sogar aus. Es reicht aus, was wir da haben. So, Einheit repariert. Einheit bereit, sehr schön. Wird repariert. So, normalerweise, es reicht. Da stand ein Dingens. Da steht eine Artillerie hier und da. Es scheint halt wirklich nicht wirklich, so überhaupt nicht viel zu haben. Das könnte eine sehr, sehr schnelle Mission werden. Das heißt, wir holen uns die beiden, Moment, warte. Drei? Hatte ich nicht vier? Bereit. Wird repariert. Hatte ich nicht vier gehabt? Drei? Nö. Keine Ahnung. Repariert. Vielleicht ist das Ding auch kaputt gegangen. I don't know. Wird repariert. So, ihr seid auch schon mal ready. Du musst noch. Du bist toll. Und ihr müsst, glaube ich, auch noch. So. Weil viel, wie gesagt, haben sie halt nicht. Der Anfang ist halt nur nervig.
Du bist auch voll. Du bist auch voll. Der muss noch repariert werden und dann gehen wir mal ran. Den greifen wir jetzt endlich mal an. Vielleicht habe ich ja noch. Dass wir vielleicht sogar in Mission 7 reingehen. Je nachdem, wie lange ich hierfür brauche. Ich habe jetzt 2,5 Stunden aufgenommen. 4 Stunden, ja, 16. Vielleicht. Okay, sehr schön, ihr seid auch voll. Vielleicht kommen auch ein GDI und Not direkt hintereinander. Das weiß ich noch nicht. Ja, schauen wir mal. So. Erst einmal bitte hier hin. Bam, 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 bam. Einsatz speichern. Mal gucken, je nachdem, wie lange ich halt für die restlichen Missionen von GDI brauche. Weil ich werde, wenn ich GDI durch habe, auch direkt Not aufnehmen. Gut, das wird heute auf jeden Fall nicht der Fall sein. Wir haben noch halt 7, 8 und Mission Nummer 9 vor uns. Je nachdem, wie schnell das geht, kann ich jetzt halt erst schauen. Bis dahin reicht schon die Artillerie, die uns nerven will. So, sehr schön. Den wollte ich eigentlich gar nicht sehen. Das heißt, wir gehen von rechts hier rein. Jetzt an, Lucky. Zack. So. Nee, wir müssen das Ding erstmal kaputt machen. Dass wir dann auf Artillerie draufgehen. So, Artillerie. Dann das Ding. Weil der Ding macht halt am meisten Schaden. Dann kommt ihr. Wir brauchen davon ein bisschen was. So, wir brauchen euch nicht mehr. Wir brauchen euch nicht mehr. Wir müssen euch kaputt machen. Müsst ihr jetzt eigentlich einen kurzen Stop machen? So, machen wir das Ding mal kaputt. So, wir ziehen euch nach vorne. So, dann müsste das Ding hoffentlich gleich kaputt sein. Ich hoffe mal, dass es dadurch dann ausreicht, was wir gemacht haben. Ich dachte, dass es vom Dingens halt her gerade relativ gut läuft. Wieder nach vorne. Zack. So, sehr schön. Dann sehen wir doch endlich mal was. Gehen wir mal nach vorne, machen wir das Ding kaputt. Für dich kaputt. Machen wir dich kaputt. Natürlich mit Einheit, weil die jucken uns sonst wieder so extrem viel. Ja, war so klar, dass der genau hier startet. Ja, komm, setz dich mal, Kollege. Dann bist du tot. Dankeschön. So, die Frage ist halt, ob Kabals Kern, also das, was wir gerade gesehen haben, das Dingens war? Also der Bauhof oder nicht? Weil, keine Ahnung, wie gesagt, Feuersturm ist halt für mich komplett blind. Aber irgendwo scheint doch ein Dingens zu stehen. So. Da wird jetzt einmal reingehalten und das heißt, Mission doch gar nicht mal so schwer. Nur der Anfang ist halt wieder sehr, sehr tricky gehalten. Haben wir nochmal relativ viel stehen. Wahrscheinlich nochmal ein bisschen, dass man da die Dingensversorgung natürlich aufrechterhält. Energieversorgung. Normalerweise muss doch mal langsam die Energie ausgehen. Wir müssen doch langsam keine Energie mehr haben. So, du gehst kaputt. Da haben wir den letzten. Geht doch.